So, nachdem wir jetzt diese doch sehr aufschlussreiche E-Mail gefunden haben, ist es doch mal an der Zeit, uns auch ein wenig um den ersten Mordfall zu kümmern. Da haben wir bisher wirklich ganz wenig erfahren. Dann schauen wir doch gleich mal, ob wir den Polizisten vielleicht dazu befragen können. Oder ob die anderen vielleicht auch etwas darüber wissen, denn über den Mord an Isamu haben wir bisher noch gar nicht so wirklich erfahren. Außer dass er ein paar Tage schon her ist. Und jetzt kommt eine Sequenz, wir laufen nach unten. Und da ist ja auch der Polizist schon. Ah, Herr Takamura. Ich habe mich nun bei meinen Vorgesetzten erkundigt. Es hat sich herausgestellt, dass es sich bei diesem dubiosen Herrn, der sich selbst als Detektiv bezeichnet hat, tatsächlich um einen bedeutenden Detektiv handeln soll. Dieses einfältige Gesicht hat er wohl gemacht, um dem Täter ein falsches Gefühl der Sicherheit zu geben. Herr Jemine, selbst einen alten Hasen wie mich hat er damit überlistet. Oh. Ah, jetzt sieht er Conan. Ah, du kommst gerade zum rechten Zeitpunkt. Unser Dorfpolizist hat etwas zu berichten. Könntest du deine Freunde zusammenrufen? Klar, das machen wir doch gerne. Wir wollen ja auch was erfahren. So, jetzt sind wir immer noch in der Eingangshalle. Oh, der verehrte Meisterdetektiv, Herr Mori. Ja, und er spricht unseren Kogoro direkt gleich ganz anders an. Ich bin untröstlich, mich so in Ihnen getäuscht zu haben. Hä? Nun, meine Vorgesetzten haben es mir gerade bestätigt und von ihren großen Taten berichtet. Ja, also meine Güte, dass Sie der schlafende Kogoro sind, solch eine Berühmtheit. Verzeihen Sie mir bitte meine Unwissenheit, ich hatte ja keine Ahnung. Aber nicht doch. Berühmtheit und Meisterdetektiv sagen Sie nicht zu Unrecht, denn nun sind Sie im rechten Bilde über mich. Und du bist zu Unrecht eingebildet. Durch meinen tatkräftigen Einsatz wird jedenfalls alles ins rechte Licht kommen. Ich werde diesen Fall im Handumdrehen lösen. Oho, was für eine selbstbewusste Ansage. Jetzt bin ich wirklich gespannt auf Ihre detektivischen Meisterleistungen. Ich habe mich schon gefragt, ob Sie nicht mit uns bei der Untersuchung zusammenarbeiten würden. Sie hätten mich also gerne bei den Ermittlungen dabei? Genau. Zunächst würde ich über den Fall um Isamu berichten. Ah, sehr schön, da wollten wir ja zu was wissen. Dazu habe ich Kyoko mitgebracht. Sie hat die Leiche entdeckt. Ah ja, da haben wir sie. Werden Sie uns Ihre kostbare Zeit leihen? Ich bin ganz Ohr. Wohlan. Dann beginne ich von Anfang an. Der Fall liegt nun 4 Tage zurück und hat sich in Isamus Haus zugetragen. Am Morgen jenes Tages begab sich Kyoko auf, Isamu zu besuchen. Kunio und ich hatten ein Treffen mit Isamu ausgemacht. Wir wollten uns bei Kunio zu Hause treffen. Aber Isamu kam einfach nicht. Also bin ich zu seinem Haus hinübergegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Auf mein Rufen von draußen kam keine Antwort und die Tür war unverschlossen. Ja, an der Stelle muss ich allerdings hinzufügen, wir sind hier in Japan und dazu auf dem Land, also noch mehr als auf dem Land, sogar auf einer abgelegenen einsamen Insel. Da ist es eigentlich gar nicht mal so unüblich, dass man das Haus offen lässt, was, ja, aus unserer Sicht etwas komisch klingt, aber es ist tatsächlich so. Also vor allem früher, im früheren Japan, hat man die Häuser gar nicht abgeschlossen, weil Diebe gab es da eigentlich so auf dem Land gar nicht wirklich. Und diese Schiebetüren, die es ja häufig gibt, die haben eigentlich auch gar keine Schlösser. Also manchmal kann man die gar nicht abschließen, außer wenn die so einen Riegel von innen haben. Darüber hat sich dann übrigens auch die Japanerin, von der ich das Let's Play hier zu dem Spiel gesehen habe, gewundert. Ich habe mir Sorgen gemacht und wollte mal wenigstens kurz hereinschauen. Und da... Dann wurde also Isamu ermordet? Es war wohl Totschlag. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass sie mit einer Vase, die in der Nähe stand, auf den Hinterkopf geschlagen wurde. Mich hat das Grauen gepackt und ich bin zurück zu Kunio nach Hause gerannt. Danach habe ich dann sofort dem Polizisten Bescheid gegeben. Woraufhin ich zum Tatort geeilt bin, wo ich Seichi seelenruhig im Haus schlafend vorfand. Also habe ich ihn gebeten, freiwillig mitzukommen. Ja, und dann ist er geflohen, wie wir schon gehört haben. Aber allein die Tatsache, dass er dort geschlafen hat, genügt nicht als Beweis, sich auf ihn als Täter festzulegen. Nun, außer Seichi kommt kein anderer für die Tat in Frage. Lassen Sie es mich erklären.
Na, da sind wir doch mal gespannt. Warum jetzt unbedingt Seiji der Täter sein muss. In der Nacht zuvor hat es bis etwa Mitternacht geregnet. Da zu Isamus Haus keine asphaltierte Straße führt, ja, wir sehen das, alles so ein bisschen sandig und drumherum sind nur Bäume, waren also am Tatort Fußabdrücke zu finden. Und es waren ausschließlich die Fußabdrücke des Opfers, also die von Isamu vorhanden. Und keine anderen. Da sieht man hier die Gehende irgendwie. Links von dem Haus von Kunio zu dem Haus von Isamu rechts. Aber man sieht da auch noch Fußspuren, die dann noch einmal rumgehen. Das ist ein bisschen komisch. Na gut, kommen wir wahrscheinlich gleich zu. Isamu war am Vorabend zu Gast bei Kunio, der ganz in seiner Nähe wohnt. Gegen 20 Uhr fing es an zu regnen. Und kurz darauf, um etwa 21 Uhr, ist Isamu im Regen zu Kunio aufgebrochen. Die beiden haben bis Mitternacht ein wenig getrunken. Als der Regen verzogen war, ist Isamu schließlich zurück nach Hause gekehrt. Die Fußabdrücke verlaufen von Kunios Haus bis zu dem von Isamu. Ja, jetzt kommen wir auch zu den Fußabdrücken. Das wird interessant. Demnach stammen sie zweifelsfrei von Isamu und entstanden, als er von Kunio zurück nach Hause ging. Außerdem ist am Tatort noch eine zusätzliche Fußspur, die vom Eingang aus einmal um das Haus herumführt. Ja, das ist doch mal mysteriös. Diese Spur stammt eindeutig von den gleichen Schuhen. Ansonsten gab es keine weiteren Fußabdrücke am Tatort. Bei Regen wird der Boden um Isamus Haus herum schlammig. Somit ist es unmöglich, dort ein- oder auszugehen, ohne dabei Abdrücke zu hinterlassen. Das heißt, außer Isamu, von dem offensichtlich die Fußabdrücke stammen, war da niemand im Haus. Schauen wir doch mal. Verstehe. Der Todeszeitpunkt liegt dem Gutachten nach zwischen 1 und 3 Uhr morgens, also mitten in der Nacht. Als die Leiche entdeckt wurde, von Kyoko haben wir gehört, war der Schlamm in der Umgebung noch nicht vollständig getrocknet. Daher kamen noch schwache Fußabdrücke von Kyoko hinzu. Ah, okay. Also, da gibt's doch noch ganz leichte andere Abdrücke, ich hätte mich jetzt auch schon gewundert. Hätte sich der Täter nach seiner Tat vom Tatort entfernt, dann hätte er zwangsweise Abdrücke hinterlassen müssen. Kurzum, einzig der Hausbesitzer, mit anderen Worten Isamu, hat das Gebäude nach dem Regen betreten und verlassen. Da wollen wir doch mal sehen, da steckt bestimmt irgendein Trick dahinter, hinter diesen Fußabdrücken. Erinnert mich auch so ein bisschen an Film 15 war das, glaube ich, da gab es ja auch Fußabdrücke, nicht? Das heißt also, dass zwischen Isamus Rückkehr nach Hause und dem Fund seiner Leiche dort niemand ein- oder ausgegangen ist. So ist es. Kommen wir nun also zu Seiji. Ah ja, da bin ich jetzt auch schon gespannt. Der ist ja hier der Hauptverdächtige praktisch. Mal schauen, warum ihm das alles angekreidet wird. Ich habe ihn in dem Haus schlafend vorgefunden. Er scheint sich dort schon aufgehalten zu haben, bevor es am Abend zuvor zu regnen anfing. Aha, der hatte also gepennt in dem Haus. Und niemand anderes war am Tatort zu dem Zeitpunkt, als Isamu umgebracht wurde. Ja, also müsste entweder schon jemand ziemlich lange in dem Haus gewesen sein, oder es gibt irgendeinen Trick mit den Fußabdrücken. Schauen wir mal. Allein ihm, also Seiji, war es also möglich, Isamu zu erschlagen. Sagen Sie, Kyoko, warum sind Sie eigentlich alleine zu Isamu gegangen, wo Sie dann die Leiche entdecken würden? Nun ja, Kunio hat mich darum gebeten, dort mal vorbeizuschauen. Wir dachten uns, Isamu wäre bloß eingenickt. Er war ab und zu unpünktlich und wurde außerdem schon mal mürrisch, wenn man ihn aufweckte. Daher nahmen wir an, dass er eher Lust hätte aufzustehen, wenn eine Frau ihn wecken kommt. Ja, der Trick würde bestimmt auch bei Kokoro klappen. Ja, vor allem, wenn man ihm nur noch eine Dose Bier vor die Augen hält oder so. Dann wird er bestimmt auch gleich aus dem Bett springen. Am besten noch mit der Fernsehzeitschrift, wo denn noch ein Programm von Yoko Okino drin ist. Denn die Sendung kann er auf keinen Fall verpassen, das wissen wir ja. Verstehe, damit ist die Angelegenheit klar. Ach, Herr Polizist, wo wir schon dabei sind, hätten Sie etwas dagegen einzuwenden, wenn ich mich am Tatort bei Isamus Haus ein wenig umsehe? Aber nur zu. Ich habe meine Kollegen bereits über Sie in Kenntnis gesetzt. Alles klar. Der Fall ist bei mir so sicher wie in Abrahams Schoß. Sie können sich auf mich verlassen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
dann verabschiede ich mich auch wieder fürs Erste. So, dann ist es nun an der Zeit, mein detektivisches Genie zur Entfaltung zu bringen. Papst, werd aber nicht übermütig. Ja, der Kuro überschätzt sich ja gerne nicht. Und dann ja, geht er am Ende ein Saufen oder keine Ahnung. Versucht ja Kyoko irgendwie ein Date mit ihr zu arrangieren. Ob der wirklich sich hier mit dem Fall beschäftigen wird, na, wir werden sehen. Haha, selbst Conan ist ein bisschen skeptisch und zweifelt da ein bisschen dran. Naja, also wird es wohl auch mir möglich sein, mich bei Isamus Haus umzusehen. Ah ja, so, nach dieser Sequenz können wir uns jetzt wieder bewegen. Mir fällt auch gerade ein, wir haben, glaube ich, hier noch gar nicht im Menü hier bei den Personen vorbeigeschaut. Das können wir doch auch mal durchgehen. Wir haben ja hier die Informationen zu den ganzen Charakteren. Hier, Satomi kennen wir auch schon aus dem ersten Teil. Ja, könnt ihr euch mal durchlesen, was da jeweils so steht. Miki haben wir auch schon im Mechanismentempel kennengelernt. Das sind natürlich die beiden Schwestern. Aber dann kommen wir zu den Charakteren hier extra aus dem Spiel. Das ist der Butler, Takamura, der bereits seit den Lebzeiten seines Vaters angestellt ist. Und natürlich auch eine enge Beziehung mit der Shimamura-Familie hat und den Satomi per Brief angeschrieben hat. Dann haben wir hier Kunio, ja, der so ein bisschen immer den Seiichi verdächtigen will und die Schuld auf ihn schieben möchte. Er ist natürlich auch Mitglied der Shimamura-Familie, steht bei der Erbfolge an dritter Stelle und lebt in seinem Haus im Osten des Anwesens. Ja, da waren wir auch schon drin. Da steht diese dicke Stereoanlage. Dann haben wir als nächstes Kyoko Nakamachi, die entfernt mit der Shimamura-Familie verwandt ist und sogar noch einen kleinen Bruder hat. Allerdings wohl keine Eltern mehr. Ja, wir waren ja auch bei ihr zu Hause, da rechts war das, vom Polizeigebäude aus gesehen. Da konnten wir aber leider nicht reingehen, also den kleinen Bruder werden wir wohl nicht kennenlernen. Ah ja, dann haben wir hier ein Bild von Seiichi, unser Hauptverdächtiger sozusagen. Auch wenn er eigentlich schon zu verdächtig ist, um der Täter zu sein. Der gehört auch der Shimamura-Familie an. Wie wir ja gehört haben, ist er der Bruder von Satomi und Miki. Und er steht an zweiter Stelle bei der Erbfolge. Ja. Und steht natürlich unter Mordverdacht. Oh, und ihn haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist nämlich Miyata, das zweite Mordopfer. Ja, und den Vornamen haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gehört. Kazuhiko. Aber den kennen wir scheinbar, also gab es noch ein paar Gespräche zwischendurch, die hier nicht gezeigt wurden im Spiel. Ja, das ist ein Bücherwurm, der liest scheinbar sehr gerne. War wahrscheinlich auch schon hier in der Bibliothek von dem Anwesen ganz häufig. Vielleicht hat er da ein paar Bücher sogar von geschrieben. Kennt sich bei Geschichte und Kunst sehr gut aus. Und ist ja dann in den Tod gestürzt im ersten Part. Ihn kennen wir auch noch nicht. Das ist Isamu. Ja, das ist ja jetzt das erste Mordopfer. Der ist auch Teil der Shimamura-Familie und steht an erster Stelle bei der Erbfolge. Also hier könnte man schon vermuten, hat jemand auf das Erbe abgesehen, wenn die ganzen Erbanrechtsmenschen hier umgebracht werden. Und er, haben wir gerade gehört, wurde da in seinem Haus auch umgebracht und da waren ja die Fußspuren drumherum. Dann haben wir hier der namenlose Dorfpolizist, ja. Gut, warum er keinen Namen hat, weiß ich nicht, aber es war auch schon bei Mordfall im Mechanismentempel so. Der Priester hatte der auch keinen Namen und hieß einfach nur der Priester. Ja, der hatte hier ein friedliches Leben auf der Insel, konnte sich entspannen, aber jetzt mit den beiden Fällen hat er so richtig Trubel und da ist richtig was los hier. Oh, dann haben wir hier den Kitagawa, den haben wir auch schon getroffen. Der besäuft sich da in dieser Pension die ganze Zeit, weil er auf dem Festland mit seinem Job gescheitert ist und jetzt pleite ist praktisch. Ah ja, und zuletzt haben wir noch Kaori, Honda mit Nachnamen. Diese verdächtige Frau, die wir auch gleich am Anfang getroffen haben, die scheinbar irgendwie an dem Schatz interessiert ist und sich auch nach den Steinen erkundigt hat. Über sie sollten wir doch auch mal versuchen, mehr herauszufinden. Ja, und damit sind wir auch schon durch. Dann machen wir doch mal direkt weiter. Naja, hier steht Sonoko, da oben steht der Butler. Da sprechen wir doch mal mit dem Butler. Unser Dorfpolizist hat alle zur Unterstützung bei der Aufklärung des Falls aufgerufen.
Wenn du also etwas wissen möchtest, werde ich versuchen, bestmöglich zu antworten. Ah, wir können ihn also fragen zur Familie Shimamura, zu verdächtigen Personen, ja, oder vielen Dank sagen. Aber bevor wir das tun, fragen wir ihn nochmal zur Shimamura-Familie. Die vorangegangene Familiengeneration wurde vom Unglück heimgesucht. Nur die jungen Leute sind am Leben geblieben. Nach Isamu stand nun also Seiichi der höchste Erbanspruch zu. Doch wenn er als Mörder feststehen sollte, gibt es in der Hauptlinie keinen männlichen Erben mehr. Nach dem Vermächtnis der Vorgeneration aber, solle die Position des Oberhaupts der Shimamuras ein Mann besetzen, solange die Möglichkeit dazu besteht. Daher würde als Erbe in diesem Fall auch jemand aus einer Zweigfamilie in Frage kommen. Ja eben, also Miki und Satomi können gar nicht das Erbe scheinbar antreten, weil sie kein Mann sind. Ist auch ein bisschen komisch, aber ist so festgelegt. Na gut. So würde also Kunio der Shimamura Erbe antreten. Naja, er ist dann also diese Ausweichperson aus der Zweigfamilie, der von der ganzen Situation profitieren würde, wenn keiner mehr in der Hauptlinie mehr da ist, der es erben kann. Okay, wir haben jetzt Kunio als Stichwort bekommen. Auch ganz interessant, meine Person als Stichwort zu haben. Und dann fragen wir doch direkt mal weiter nach verdächtigen Personen. Gibt's hier jemanden? Ob sich hier jemand verdächtig verhält? Nun ja, die Leute sind an und für sich schon sehr friedlich auf dieser Insel. Oh, da fällt mir ein. Vor kurzem hat sich ein Mann namens Kitagawa in der Pension im Dorf ein Zimmer genommen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass er sich den ganzen Tag über betrinkt und überhaupt nicht arbeiten geht. Und auch Kitagawa ist jetzt bei unseren Stichwörtern vermerkt. Ja Mensch, da können wir uns doch direkt mal zu umhören. Fragen wir doch auch mal Sonoko, was sie so von dem Ganzen hier hält. Hey, du hast doch auch die Bilder von Seiichi gesehen, oder? Findest du nicht auch, dass der einen guten Eindruck macht? Nie im Leben könnte so jemand ein Mörder sein. Vielleicht sollte sich Oberschuldetektivin Sonoko mal in den Fall einschalten. Ach, wir bekommen jetzt wieder die Möglichkeit zu wechseln. Aber nein, danke. Wir sind auf Verbrecherjagd und nicht auf der Jagd nach einem Ehemann. Oder wie Kogoro sagen würde, auf Schürzenjagd. Wenn es denn nach Frauen ginge. So. Also wir haben jetzt erfahren, dass am ersten Tatort, also da, wo Isamu ermordet wurde, ganz viele Fußabdrücke gefunden wurden. Von daher gehen wir doch mal direkt zu Isamus Haus. Oh, hier steht ein Polizist. Hallo? Wie bitte? Du bist der Gehilfe von diesem Detektiv Mori vom Festland? Hahaha. Ist ja schön und gut, dass du Kinderdetektiv spielen willst. Hier liegt aber ein echter Mordfall vor. Geh besser zurück ins Anwesen und sei brav. Verdammt. Wie befürchtet, werde ich als Kind nicht durchgelassen. Ja, wenn wir jetzt Kogoro spielen würden, wären wir wahrscheinlich nicht durchgekommen, weil er über Kogoro informiert ist, wie wir gehört haben. Können wir die Fußabdrücke hier nochmal untersuchen. Das sind also die Fußabdrücke, die von Kunios Haus aus zu dem von Isamu führen. Der Dorfpolizist meinte, dass die Abdrücke zweifellos von Isamus Schuhen stammen. Denn es waren keine anderen Abdrücke am Tatort gewesen. Von daher kann niemand anderes in der Tat nach Isamus Haus betreten oder verlassen haben. Man geht also davon aus, dass Seiichi der Täter ist, der nach dieser Nacht im Haus gefunden wurde. Und die Stichwörter häufen sich langsam. Wir haben jetzt Fußabdrücke noch dazu bekommen. Können wir dich nicht irgendwie ablenken oder so? Oder hier vorbei? Nee. Oh, du sag mal... An den Fußabdrücken da drüben ist doch irgendwas komisch, oder? Komisch? Was soll denn da komisch sein? Irgendwas an den Abdrücken fühlt sich anders an als bei normalen Abdrücken. Und was genau fühlt sich anders an? Hm? Oh ja, da ist wirklich etwas anders. Was ist es nur? Was nur ist anders als sonst? Ihr wollt mich wohl herausfordern, ihr Fußabdrücke. So sei es denn. Ich werde euer Geheimnis schon noch ans Licht bringen. Okay, und wir gehen da mal. Und kommen jetzt endlich an den Tatort. Den ersten Tatort, das Haus von Isamu. Schön, schön, hier waren wir also noch nicht. Neues Gebiet freigeschaltet sozusagen und
Hier steht noch ein Polizist. Hallo? Hm, wer bist du denn? Du darfst hier nicht sein, das ist ein Tatort. Für Unbefugte ist das Betreten verboten. Oh, wir werden hochkant rausgeschmissen. Das wollen wir natürlich nicht, wir wollen hier gerne bleiben. Also solange wir ihn nicht ansprechen, passiert uns auch nichts. Wir können hier vor ihm hin und her gehen und... Na gut, gucken wir uns mal hier die Fußabdrücke an. Vielleicht ist hier irgendwie was anderes. Was haben wir denn hier? Ach so, das sind dann also die zusätzlichen Fußabdrücke, von denen die Rede war. Sie beginnen an der Tür. Ja genau, wir haben ja auf dieser Skizze gesehen, dass die einmal ums Haus herumführen. Gehen einmal um das Haus herum und enden wieder am Eingang. Warum ist denn niemand so herumgelaufen? Ja, schon etwas komisch. Also, normalerweise hat man ja ein Ziel, wenn man irgendwie aus dem Haus geht, aber wenn man einfach nur einmal ums Haus rumgeht, ist es schon auffällig. Und noch ein Stichwort haben wir bekommen. Ich glaube, unser Notizbuch ist bald voll. Sollten wir auch mal demnächst wieder reingucken. Aber erstmal gehen wir mal ins Haus von Isamu. Da kriegen wir bestimmt noch weitere Stichworte. Hier kriegen wir auch die schöne Anwesenmusik, die ja durchaus was hat. So ein Gruselflair. Und hier am Eingang stehen direkt Schuhe, die können wir doch bestimmt untersuchen. Oh, das sind ja die neuen Turnschuhe von Nyverse, die erst seit letztem Monat im Handel sind. Das ist das einzige Paar Schuhe hier, das mit Matsch beschmutzt ist. Dann wurden diese Turnschuhe also in der Tatnacht getragen? Aber warum wurden bei dem Regen gerade diese Schuhe genommen? Hier sind doch noch andere Schuhpaare. Ah, und da haben wir auch schon das erste neue Stichwort hier im Haus bekommen. Turnschuhe. Und wenn man das richtig sieht, sind die wirklich weiß-blau. Also mit weißen Schuhen durch den Matsch zu gehen, ist schon, vor allem wenn es sehr neue Schuhe sind, wie er gesagt hat, ist schon verdächtig. Hm. Also hier ist der Mord passiert scheinbar. Hier sieht man noch die Abmarkierung, aber es wurde schon alles aufgeräumt, also kein Blutfleck mehr und so weiter. Na, gucken wir uns mal hier um. Nichts deutet hier mehr auf eine gewaltsame Auseinandersetzung hin. Es hieß, dass Isamu durch einen Schlag auf den Hinterkopf niedergestreckt wurde. Kannte der Täter ihn etwa? Ja, wir suchen ja hier im näheren Umkreis nach dem Täter. Also auf der Insel kennt sich ja jeder. Hier die Vase, das war doch die Mordwaffe, nicht? Diese Vase ist also die Tatwaffe. Mit ihr wurde Isamu auf den Hinterkopf geschlagen. Aber immer noch kein neues Stichwort. Tisch hier können wir nicht untersuchen, aber hier rechts ist so ein Sockel. Was hat es denn damit auf sich? Hier stand vermutlich die Goldfigur von Isamu. Die Figur ist aus purem Gold. Durch ihren Verkauf könnte man also eine Menge Geld dazu verdienen. Außerdem ist sie ein Schlüssel zu dem Schatz. War etwa Habgier das Motiv für die Tat? Da hätten wir schon mal ein Motiv. Also die Goldfigur, die da stand, die Isamu hatte, wurde gestohlen. Dann könnte es sein, dass entweder, wie Conan sagt, die jemand auf Geld aus ist und ihn deswegen umgebracht hat, um die Figur zu stehlen, oder es doch auf diesen Schatz abgesehen hat. Aber dazu müsste jemand wissen, was genau es mit dem Schatz auf sich hat, weil es ist ja eigentlich nur ein Mythos, das mit diesem Schatz. Na gut, wir haben jetzt gehört von Takamura. Der hat uns ja von verdächtigen Personen erzählt. Und darunter war ja dieser Kitagawa, den wir schon in der Pension kennengelernt haben. Gehen wir doch da nochmal hin und fragen ihn, wenn wir denn vernünftig mit ihm sprechen können und er nicht gerade wieder berauscht ist vom Alkohol. Also hier, erstes Haus links, die Pension, auch mit der Musik. Und... Oh, diesmal ist er hier rechts. Hallo, Herr Kitagawa. Was ist bloß mit dem Massagesessel hier los? Der funktioniert doch überhaupt nicht. Ich verlange mein Geld zurück. Manometer. Okay, das war jetzt nicht ergiebig. Ich denke schon wieder an Harry Potter, wenn ich da dieses Haar sehe, das da auf dem Vorderkopf ist. Vielleicht können wir die Situation lösen, wenn wir uns hier bei den Stichwörtern, haben wir jetzt sehr viele bekommen. Hier die Mail von Miat haben wir zuletzt untersucht. Ja genau, hier auf der dritten Seite haben wir Kunio. Da gucken wir doch mal, wir gehen am besten auch nochmal Kunio fragen, was er so weiß zu den Fällen.
Erkundigen wir uns doch hier mal direkt über Kunio. Kunio stammt aus einer Nebenlinie der Shimamura-Familie. Er steht an dritter Position bei der Erbfolge. Durch Isamus Tod tritt er zwar nicht die Nachfolge als Familienoberhaupt an, sollte aber Seiichi, der an zweiter Position bei der Erbfolge steht, festgenommen werden, würde Kunio das Anrecht auf das Erbe bekommen. Insofern hätte er durchaus ein Motiv gehabt, Isamu umzubringen. Ich sollte besser mal sein Alibi überprüfen. Na und Kitagawa, vor dem wir gerade stehen, was sagt denn Conan dazu? Kitagawa hatte sich aufs Festland begeben, um dort eine Firma hochzuziehen. Damit ist er allerdings gescheitert und kam zurück auf die Insel. Zurzeit hält er sich hier in der Pension auf und betrinkt sich. Außerdem hat er offenbar Geldprobleme. Es wäre also vorstellbar, dass er in Isamus Haus eingebrochen ist, um von dort die Goldfigur zu stehlen. Vielleicht hat er die hier in dem Sessel versteckt. Wäre ein gutes Versteck dafür. Ich sollte besser mal sein Alibi überprüfen. Und dieses "wir sollten es besser mal überprüfen" klingt schon danach, dass wir jetzt neue Gesprächsoptionen haben. So, Kitagawa, dann sprechen wir doch mal direkt nochmal mit dir. Du, Onkel, stimmt es, dass du auf dem Festland warst? Was? Ja, wie jetzt? Wieso willst denn ausgerechnet du das wissen? Ah, ich verstehe. Du bist ein Freund von diesem Detektiv vom Festland, von dem man im ganzen Dorf spricht. Dann stehe ich also unter Verdacht? Wahrscheinlich, weil ich pleite bin und alle glauben, ich sei hinter dem Shimamura-Schatz her. Seid wahrscheinlich sogar zu der Überzeugung gekommen, ich hätte die Goldfigur gestohlen, was? Muss euch da leider enttäuschen. Schließlich habe ich ein Alibi. Ich habe an dem Tag bis zum Morgengrauen hier am Barraum gesoffen. Sehr direkt, der Gute, er hat gesoffen, okay. Wie kommt er überhaupt auf die absurde Idee, jemanden wie mich zu verdächtigen, der absolut nichts mit der Shimamura-Familie zu tun hat? Ist doch wohl klar, dass dieser Kunio bis zum Hals in diesem Fall steckt. Der hat den Isamu doch schon immer verabscheut. Gegen Isamu aus der Hauptlinie, der immer auf ihn herabblickte, konnte Kunio einfach nicht anstinken. Er hat ihn also umgebracht. Das sind auch sehr direkte Worte. Also er beschuldigt hier direkt den Kunio, der da anscheinend auf den Isamu nicht so gut zu sprechen war. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen direkt zu Kunio weiter und fragen ihn mal, was er denn hier zu den Anschuldigungen zu sagen hat, die von Kitagawa kommen. Ist ja schon recht heftig. So, hier rechts war ja das Haus von Kunio. Hier oben, genau, wo die Fußabdrücke auch anfangen. Und er ist scheinbar gar nicht zu Hause. Sehr interessant, wo ist er denn? Können wir uns denn hier vielleicht mal umsehen? Hier hinten hat er uns doch aufgehalten, beim Bad. Aber da ist niemand, also wir können auch nicht reingehen. Na gut, ist wahrscheinlich jetzt nicht groß genug der Raum, dass es sich lohnt. Und hier, beim Fenster, da ist auch niemand draußen. Ja, schon komisch hier, diese riesige Stereoanlage und kein Fernseher oder Computer oder so. Der hört also den ganzen Tag laut Musik hier. Na gut, gehen wir mal wieder raus. Und ja, wo können wir noch hingehen? Wir waren jetzt in der Pension unten, rechts beim Tatort bei Isamu, links waren wir auch schon bei Seiichi zu Hause. Vielleicht gucken wir nochmal oben lang, ob da irgendwas Neues jetzt ist. Oh. Wenn man vom Teufel spricht oder den Teufel sucht, da haben wir doch unseren lieben Hauptverdächtigen. Dann sprechen wir doch direkt mal an, unseren Kunio. Herr Kitagawa hat mir erzählt, dass du Isamu gefasst hast. Stimmt das? Er denkt, dass du der Täter sein könntest. Conan stachelt hier die Dorfbewohner untereinander auf, gegenseitig gegen sich, indem er hier einfach so freie Schnauze redet, was die anderen so über sich lästern. Dieser Mistkerl von einem Versager sagt sowas zu einem Kind? Also gut, lass mich dir meine Unschuld beweisen. Nun hör genau zu, ich habe ein perfektes Alibi. In der Nacht, in der Isamu getötet wurde, war ich in meinen eigenen vier Wänden. Um 20 Uhr hat es angefangen zu regnen und Isamu ist um 21 Uhr zu mir zu Besuch gekommen. Wir haben uns bis Punkt Mitternacht einen geselligen Abend gemacht und etwas getrunken.
und als der Regen dann aufgehört hat, ist Isamu zurück nach Hause gegangen. Daher sind da diese Fußabdrücke, die von meinem zu seinem Haus führen. Dass ich dann in der Nacht alleine zu Hause war, kann zwar niemand bezeugen, aber da es auf dem Boden keine Fußabdrücke von mir gibt, ist es doch wohl zumindest klar, dass ich mich bis zum nächsten Morgen nicht aus meinem Haus begeben habe, oder? Und zu dem Zeitpunkt, als Miyata in den Tod gestürzt ist, also jetzt spricht er schon vom zweiten Mord, war ich mit euch zusammen. Da brauche ich also nichts weiter auszuführen. Überhaupt wird mir selbst mit Isamus Tod das Erbe nicht zugesprochen. Ja, allerdings mit Isamus Tod und wenn jetzt noch Seiichi hier unter Mordverdacht steht und weggesperrt wird, dann würdest du das Erbe doch bekommen. Ich hatte also gar kein Motiv, ihn umzubringen. Wäre es nicht sinnvoller, erstmal nach Leuten Ausschau zu halten, die ein Motiv haben? Das sage ich jetzt ungern, aber wie wäre es zum Beispiel mit Kyoko? Sie scheint Geldprobleme zu haben, sowie eine Abneigung zu den Shimamuras. Das wäre doch wohl ein vernünftiges Motiv. Ja, und der ist mir irgendwie so ein bisschen unsympathisch, auch gerade er nennt hier gleich wieder Kyoko als Verdächtige und will uns darauf hinweisen, dass wir doch mal lieber sie hier verhören sollen als ihn, oder ja gut, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Panik- oder Stressreaktion. Ja, wir waren ja trotzdem schon überall. Gehen wir mal weiter nach oben. Lauschen dem Rauschen des Meeres. Vielleicht können wir jetzt mal uns die Felsen nochmal hier angucken. Es wird ja auch mal Zeit, dass wir diesen Kot lösen, der hier bei den ganzen Steinen ist. Und hier ist diese Frau, diese Fotografin, die wir ganz am Anfang getroffen haben. Und die auch ein Handy benutzt hat hier letztens. Hallo, sprechen wir doch mit ihr und überraschen sie von hinten da. Erschreckt sie sich ja vielleicht. Mal gucken. So trifft man sich also wieder, Kleiner. Und sie ist ganz gelassen. Na gut. Ich habe das Gerücht von dem Schatz hier auf der Insel aufgeschnappt und suche jetzt danach. Die Steine weisen den Weg zum Schatz. Hehe, du findest mein Auftreten sicher verdächtig, was? Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe nicht vor, den Schatz ganz für mich allein zu behalten, wenn ich ihn finde. Ehrenwort? Weißt du, ich suche diesen Schatz nämlich, um einem Bekannten von mir zu helfen. Dann vielleicht diesem Pleitegeier Hasegawa in der Pension, der pleite ist und kein Geld hat? Er wird gerade verfolgt, obwohl er unschuldig ist. Okay, dann ist es wohl Seiichi, nehme ich mal an. Und ist in einen hässlichen Streit um den Schatz der Shimamuras, der irgendwo auf dieser kleinen Insel versteckt ist, hineingeraten. Daher will ich um jeden Preis herausfinden, worum genau es sich bei diesem Schatz handelt. Ja, das weiß ja niemand so wirklich, ob das jetzt Gold ist oder, ja, nichts Materielles. Bin ich auch schon gespannt. Um ihnen aus der Klemme zu helfen. Ich habe angefangen, nach den Steinen, die überall auf der Insel verstreut sind und mit dem Geheimnis um den Schatz in Verbindung stehen, zu suchen. Konnte aber noch immer nicht alle ausfindig machen. Daher möchte ich dir einen Vorschlag machen, Kleiner. Du bist doch sicher auch dabei, die ganzen Steine zu suchen, oder? Ich würde dich gerne dabei begleiten. Als Gegenleistung werde ich dir auch helfen. Also, was sagst du? Das geht auch sicher schneller, als alleine zu suchen. Wir können also einerseits ihr Angebot annehmen und mit ihr nach diesen Steinen suchen. Oder es auch ganz kaltherzig abschlagen. Aber sie scheint mir ja doch ganz sympathisch zu sein. Nehmen wir mal an. Das dachte ich mir doch, dass du annimmst. Na dann, auf geht's. Dann also bis im nächsten Part. Da gehen wir dann diesem Code auf die Spur. Macht's gut.